Leute, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, habe ich mir diesmal einige Sachen von der neuen Lowlights-Kollektion gezogen und leider, ich habe mir 4 Sachen gezogen, wurde leider bei der ersten Bestellung einfach mal ein paar Sachen gestrichen, deswegen musste ich 2-mal bestellen. Ist natürlich doof, dafür jetzt doppelte Versandkosten zu zahlen. Aber was noch doofer ist, bei der ersten Bestellung gab es eigentlich dieses eine T-Shirt for free dazu, wenn man über, ich glaube, 200 Euro oder so ausgegeben hätte. Habe ich eigentlich gemacht, wurde dann aber irgendwie storniert, deswegen, ja, was soll ich sagen, habe trotzdem hier 4 Sachen da, machen Brandcheck, wie ihr es von mir kennt. Und ja, Lowlights hatte ich bisher noch nie in der Hand. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie die Sachen finden, wie die Qualität ist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und wie immer bewerte ich natürlich das Packaging, die Quality, die Nachhaltigkeit, das Design und die Preis-Leistung. Also, let's go. Ah ja, und an der Stelle lasst mir doch gerne schon mal einen Like und ein kostenloses Abo da. Würde mich mega supporten. Und ich zeige euch jetzt direkt das Packaging. Beim Packaging fand ich es erstmal sehr, sehr nice, dass hier wirklich auf die Kartongröße geachtet wurde. Ist ja alles sehr kompakt gepackt, damit ja einfach nicht so unnötig viel Luft drin ist, wie man es bei den ein oder anderen Amazon-Bestellungen kennt. Plus dazu noch jedes Piece in so einem Plastik-Zip-Beutel eingepackt. Was ich hier cool finde, komme ich gleich auch nochmal bei der Nachhaltigkeit drauf zurück, dass die Plastik-Zip-Beutel auch aus recycelten Materialien sind. 100% recycelte Materialien finde ich sehr nice. Und von daher gebe ich hier bei dem Packaging 4 von 5 Punkten. Dann machen wir auch direkt weiter mit der Qualität und hier erstmal die positiven Punkte. Alles ist aus 100% Cotton, das schon mal sehr nice. Plus die Verarbeitung ist all in all sehr, sehr gut. Mit ein paar Ausnahmen, zu denen komme ich jetzt direkt. Und die negativen Punkte treffen nicht auf alle Produkte zu. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem am schlechtesten verarbeiteten Produkt an. Und das ist der Zip-Pulli, den ich mir bestellt habe. Ich zeige euch gleich auch nochmal Fit-Videos und Co. Wie ihr es kennt natürlich. Aber jetzt erstmal zur Qualitätsthematik. Und da ist Punkt 1 der Zipper. Und zwar haben wir da erstmal keine YKK-Zipper. Muss ja auch nicht immer YKK sein. Aber man merkt schon, dass die Qualität von diesem Zipper einfach nicht, ja, Top-Level ist, der hakt ein bisschen unrund, also ist jetzt nicht der schlechteste, aber auch nicht der beste Zipper, das sollte man auf jeden Fall wissen, plus ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist. Und zwar auf der Oberseite des Pullers ist so ein leichter Verarbeitungsfehler, ist schwierig jetzt zu beschreiben, was es genau ist. Am besten kann man es eigentlich vergleichen mit so, ja, folierten Autos, wo die Folie irgendwie leicht abgeht und da so eine Blase drunter ist, so sieht es ungefähr aus. Ich hoffe, in den Aufnahmen wird das relativ gut deutlich. Ist natürlich schade, dass bei so einem Produkt sowas dran ist, sollte in der Regel nicht sein, kann aber natürlich passieren. Dazu noch ein weiterer Aspekt bei dem Zip-Pulli, den ich hier habe, ist die Kangaroo Pocket ein bisschen asymmetrisch vernäht. Also das sieht man schon relativ stark, dass die eine Seite von der Naht deutlich höher ist als die andere. Ist unten auch genauso. Das heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt absichtlich unbedingt gemacht wurde, um hier so eine gewisse Asymmetrie in der Pocket drin zu haben, weil dafür ist die zu klein. Ich denke mal, wenn man es gewollt hätte, hätte man die ein bisschen extremer gemacht. So ist es ein minimaler Unterschied, was jetzt auch dann natürlich bei der Qualitätskontrolle jetzt nicht so das Beste ist. Plus bei der dazugehörigen Joggers zu dem Zip-Pulli ist mir auch was aufgefallen, was mich sehr, sehr stört. Und zwar haben wir da unten einen Kordelzug, den man ja quasi eng oder weit lassen kann, je nachdem, wie man die Schuhe haben möchte. Wenn man jetzt aber die Hose unten komplett weit lässt, also quasi der Kordelzug dann so kurz ist, wie er nur möglich sein kann, weil wenn man die natürlich enger zieht, dann zieht man das Ding natürlich noch mal länger. Aber das Problem ist, wenn die Hose unten komplett weit ist, ist dieser Kordelzug immer noch so mega lang, dass man theoretisch, wenn man damit halt durch die Gegend läuft, andauernd auf diesen Kordelzug drauf treten würde. Und das waren aber auch wirklich alle Kritikpunkte, die ich habe. Was ich jetzt ein bisschen komisch fand, ist, dass die wirklich nur bei diesen, ja, Basic-Sachen quasi aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob Lowlights da halt wirklich auch auf diese Basic Never Out of Stock Schiene fahren will und bei den Sachen jetzt vielleicht ein bisschen geringere Qualitätsstandards am Start hat einfach. Ist natürlich jetzt die Frage, kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall, wie gesagt, nur bei den Sachen ist mir was aufgefallen. Die anderen beiden Pieces, die ich mir bestellt habe, haben auf jeden Fall eine Top-Qualität. Da ist mir nichts Negatives aufgefallen. Von daher gebe ich hier bei der Qualität 3,5 von 5 Punkten. Und weiter machen wir direkt mit der Nachhaltigkeit. Und da finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr nice, wie vorhin schon erwähnt, beim Packaging, dass da schon mal drauf geachtet wird, dass die Paketgrößen nicht unnötig riesig sind und da viel zu viel Luft drin ist. Dazu noch recycelte Zip-Beutel verwendet werden und alle Produkte wirklich aus 100% Cotton sind. Hier allerdings leider kein Organic Cotton, keine GOTS-Zertifizierung etc., was man da alles noch so machen kann, auch kein BCI Cotton, einfach ganz normales Cotton deklariert. Plus alle Produkte sind made in der Türkei, also auf dem europäischen Kontinent. Von daher gebe ich hier bei der Nachhaltigkeit 4,5 von 5 Punkten. Dann sind wir auch schon beim Style und Design angekommen und da zeige ich euch wie immer jetzt erstmal alle Produkte, die ich mir bestellt habe mit Fit-Videos, damit ihr euch da auch ein genaueres Bild zu machen könnt. Ich fange mal direkt mit den Pants an und da habe ich mir ja diese Cargo-Hose, sage ich einfach mal, ich glaube die heißt Safari-Pants oder irgendwie so, geholt. Wirklich sehr, sehr nice Farbton, 100% Baumwolle, wie vorhin auch schon erwähnt. Wirklich sehr nicer Stoff, nicht zu dünn, nicht zu dick, hat aber schon einen relativ festen Stoff. Auch
Auch was ich sehr nice finde, ist, dass hier oben einfach beim Bund außen rechts und links nochmal so eine Art Mini-Gürtel eingebaut wurde, dass man hier quasi an den Seiten die Hose straffen kann. Finde ich sehr, sehr nice. Gibt den Fit dann auch noch mal ein bisschen was Niceres, wenn man die wirklich hier außen nur ein bisschen enger zieht. Sitzt die vorne und hinten sehr, sehr nice. Was mich allerdings ein bisschen stört an dieser Hose ist der, ja nicht der Schnitt an sich. Der Schnitt ist wirklich sehr, sehr nice. Allerdings ist die obenrum doch relativ eng, muss ich sagen. Also da hätte man noch mal ein paar Zentimeter mehr machen können. Also Bundweite ist wirklich perfekt, aber alles unter dem Bund dann wirklich bis zu den Oberschenkeln hätte für mich persönlich noch ein bisschen weiter sein können, dass sie ein bisschen lockerer sitzt und man nicht so ein Gefühl hat, als wenn man da irgendwie eine zweite Haut anhat. Das finde ich hier leider doch ein bisschen zu eng vom Schnitt einfach der Hose. Ansonsten wirklich sehr, sehr nice das Design. Wir haben sehr viele Taschen einfach. Keine Ahnung, wie viele da jetzt wirklich insgesamt drauf sind. Farbton sehr nice. Ich habe hier nämlich bei der Hose eine M. Bei den Oberteilen habe ich immer eine L genommen. Also eventuell vielleicht sogar eine L einfach dann die Lösung gewesen. Wobei ich sagen muss, bei der Bundweite oben, da ist noch ein bisschen Platz bei mir. Also theoretisch hätte ich noch von der Bundweite alleine eine Nummer kleiner gehen können. Aber von den Oberschenkeln her anscheinend nicht. Dann nächstes Piece ist, sage ich mal, die Basic Jogger. Hier wirklich relativ simples Ding. Wir haben eine ganz normale Jogger. Kleiner Druck hier, Logodruck drauf. So ein bisschen gecrackter Print. Wirklich sehr, sehr nicer Look. Gefällt mir sehr gut. Hier allerdings wieder das gleiche Problem wie bei der anderen Hose. Oben einfach bei den Oberschenkeln mir ein bisschen zu eng. Unten vom Fit wirklich sehr, sehr nice. Auch wie sie auf dem Schuh fällt, finde ich wirklich sehr wild. Und jetzt seht ihr es hier auch mal, wie lang diese Kordeln einfach sind. Genau, kürzer werden sie nicht. Wenn ihr die Hose jetzt natürlich komplett eng noch macht, dass sie nicht auf dem Schuh steckt, dann wird das Ding hier natürlich noch mal länger. Und wenn es so schon auf dem Schuh liegt, dann liegt es halt immer unterm Schuh. Finde ich wirklich sehr, sehr schlecht gelöst. Also hier hätte man locker noch 10, 15 cm abschneiden können von diesem Gummizug. Wäre trotzdem dann ganz nice gewesen. Konzept finde ich natürlich sehr nice, dass man hier die Option hat, aber ein bisschen schlecht umgesetzt. Deswegen hier die Frage, ob man das dann einfach selber quasi abschneidet und dann wieder zusammenschweißt oder ob man es halt zurückschickt. Da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig. Aber zu dem Preis, finde ich, sollte man auf sowas schon achten bei der Produktentwicklung. Also keine Ahnung, wer die bei Lowlights anhatte und sich dachte, ja nice, wir müssen die mit der Länge hier rausbringen. Wenn ich da selber 50 mal drauf gelatscht bin. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten vom Fit wirklich sehr nice. Ich glaube, ich bräuchte eher eine Nummer L, damit die halt oben auch dementsprechend sitzt, wie ich da Bock drauf habe. Optisch fällt das jetzt nicht so krass auf, finde ich, aber vom Feeling her einfach fühlt die sich ein bisschen zu eng an oben, an den Oberschenkeln. Bundweite ist, wie gesagt, echt ganz gut. Dazu noch nicht erwähnt, wir haben in den Taschen haben wir Reißverschlüsse. Die Taschen sind relativ klein, muss man sagen. Also nicht die Tasche an sich, sondern die Öffnung. Das heißt, da passt meine Hand wirklich so eben rein. Also da hat Lowlights, glaube ich, ein bisschen kleinere Taschen gemacht als normalerweise. Und ja, Reißverschlüsse auch keine Wacky-Käse-Zipper, die haken etwas, aber finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, sind halt Reißverschlüsse von Hosentaschen, die ganz gut funktionieren. Genau, und so viel zu der Pants erstmal. Dann machen wir direkt weiter mit dem passenden Zip-Hoodie zu der Pants. Und ja, was soll ich hierzu sagen? Habe ich vorhin ja eigentlich schon erwähnt, die negativen Punkte. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf die positiven ein. Vom Fit wirklich sehr, sehr nice Ding. Gefällt mir richtig gut. Kapuze auch endlich mal wirklich eine Riesenkapuze. Also da wurde diesmal nicht am Stoff gespart. Haben hier wirklich einen nicen Fit von der Kapuze. Was mich allerdings stört, ist, dass wir hier wieder diese Doppelnaht haben von der Kapuze. Feiere ich leider nicht so. Ich mag mehr diese einfachen Nähte, also wo wirklich nur eine Naht in der Mitte ist oder wirklich diese komplett nicht sichtbaren Nähte. Ich glaube, das macht Represent immer bei den ganzen Hoodies, dass die Naht wirklich nur bis hier 2-3 cm irgendwie geht und dann ist komplett clean hinten. Finde ich eigentlich am nicesten. Und ansonsten innen drin French Terry Cotton, genauso wie bei der Jogger auch. Hatte ich gerade gar nicht erwähnt, aber jetzt wisst ihr es. Und ja, ich habe mir hier eine L genommen bei den Oberteilen. Und vom Fit, wie gesagt, wirklich sehr, sehr nice Ding. Vorne links auf der Brust haben wir nochmal einen kleinen Lowlights-Schriftzug. Auch sehr, sehr nice. Dazu haben wir hier noch ja die Kordeln, die nicht dabei waren. Weiß ich nicht so. Fühle ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also entweder finde ich, wenn man hier die Öffnung noch hat, dann soll man auch direkt Kordeln mitliefern, dass man sich die selber dann halt rausziehen kann, wenn man keinen Bock drauf hat. Oder wenn man keine mitliefert und da die Öffnung sind, dann soll man halt einfach keine Öffnung für Kordeln machen. Das ist meine Meinung. Schreibt da gerne mal in die Comments, was ihr darüber denkt. Aber finde ich ein bisschen komisch. Finde ich optisch auch nicht so schön, wenn hier dann noch die Löcher sind. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr nice Ding. Sehr nicer Fit. Kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Aber wie gesagt, hier bei meinem so ein paar kleine Verarbeitungsfehler hier an dem Zipper
und hier an der Tasche diese bisschen asymmetrische Anordnung. Keine Ahnung, ob da einfach bei dem Produkt ein bisschen schlecht gearbeitet wurde oder ob das wirklich ja, sich durch diese Basic-Sachen ein bisschen durchzieht, dass die ein bisschen schlechter verarbeitet sind als die anderen Produkte. Und dann sind wir auch schon bei dem letzten Piece, was ich mir bestellt habe, und das ist einfach dieses Print-T-Shirt. Finde ich wirklich sehr, sehr nice. Stoff gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr nice Grammatur. Kein richtiger Heavy-Stoff, aber auch nicht diese ja, Lightweight-Stoffe, sondern wirklich die perfekte Grammatur für ja, entspannte Sommertage. Also nicht so diese 30, 35 Grad plus Tage, wie wir sie letztens immer hatten, aber halt für so entspannte 20 bis 25 Grad Tage. Sehr, sehr wildes T-Shirt. Gefällt mir vom Fit auch sehr, sehr gut. Richtig nicer Boxy-Fit. Richtig nices Ding. Bei dem habe ich wirklich überhaupt nichts zu meckern. Auch sehr nicer Print vorne. Ist natürlich Geschmackssache, ob man da Bock drauf hat. Hinten komplett clean. Gefällt mir sehr, sehr nice. Bin auch nicht so der Fan davon, wenn vorne und hinten immer so ein fetter Print drauf ist. Also ich bin eher so im Team entweder oder. Und aktuell Frontprints auf jeden Fall für mich deutlich, deutlich nicer als so richtig fette Backprints immer. Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was mir bei Lowlights im Punkto Style und Design sehr, sehr gut gefällt. Erstens, die Schnitte sind sehr, sehr nice, wirklich sehr wild bei den Hosen. Ist vielleicht einfach so, dass ich mir da eine Nummer zu klein genommen habe. Da bin ich mir nicht sicher, weil die oben ein bisschen enger sind. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr wild. Schnitt sehr nice. Kapuze beim Zippo, die auch endlich sehr, sehr groß. Also, dass man da entspannt auch noch eine Beanie drunter rocken kann oder Co. und die nicht aussieht wie so ein Rotkäppchen. Allerdings hier auch, wie gesagt, bei der Kapuze diese Doppelnaht, die finde ich optisch leider nicht so schön. Plus bei der Basic Jogger unten noch dieses lange, lange Bündchen von diesem Gummizug. Einfach, ja, designtechnisch nicht gut gelöst, finde ich. Da hätte man auf jeden Fall darauf achten müssen, dass das deutlich kürzer auffällt, damit man da nicht alle zwei Schritte irgendwie drauf tritt. Und von daher gebe ich hier beim Style und Design 4 von 5 Punkten. Dann machen wir direkt weiter mit der Preis-Leistung. Und da fangen wir mal beim günstigsten Piece an. Das ist das T-Shirt, das kostet 55 Euro. Die Jogger liegt dann bei 75 Euro und der Zip-Hoodie dazu bei 89 Euro. Und die Safari-Cargo-Hose bei 110 Euro. Also sind wir hier eigentlich im ja, Durchschnitt-Streetwear-Bereich. Plus alle Sachen sind made in Europe. Kann natürlich sagen, okay, die Safari Cargo ist jetzt vielleicht ein bisschen teurer, aber die hat natürlich auch sehr, sehr viele Taschen und ist deswegen auch deutlich aufwendiger in der Produktion. Von daher würde ich hier bei der Preis-Leistung einfach 4 von 5 Punkten geben. Das heißt, insgesamt bekommt Lowlights von mir 4 von 5 möglichen Punkten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Leistung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Einige Sachen, ich hatte natürlich auch so ein paar Kritikpunkte, aber ich denke mal, das wird sich in nächster Zeit noch zeigen, ob das eventuell nur bei den Produkten jetzt der Fall war, die ich mir bestellt habe. Da ich bisher ja auch nur 4 Produkte von Lowlights in Hand gehabt habe, und zwar die 4, die ich hier bestellt habe, ist es natürlich schwierig zu sagen, ob das auf die komplette Brand so zutrifft, aber da wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Update-Video bei den nächsten Kollektionen folgen, deswegen schreibt mir gerne mal in die Comments, ob ihr schon Erfahrungen mit Lowlights gemacht habt, wie ihr die Qualität findet, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!